meine liebe Waage und herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den Monat August. Ganz kleine Legung, sorry dafür, aber geht diesen Monat nicht anders. Sonst würde ich es gar nicht schaffen. Ich gucke deshalb auch nur in die Liebe und schaue einfach, was ich dir sagen kann in dieser kleinen Mini-Legung für den August. Liebes Universum, bitte gib mir Einblick in den August meiner Waage. Was darf ich hier liebestechnisch weitergeben? Was will hier heute gesagt werden? Ich versuche es natürlich zu klären. Also ich versuche schon, dass das eine ganze Aussage für euch wird. Vielleicht seht ihr es auch, ich weiß es nicht. Oh. Wir klären das Ganze gleich noch, aber es sieht ganz gut aus. Wir haben hier in der Vergangenheit Dinge, die euch, wie soll ich sagen, liebe Waage, du hast dich mit Dingen zufrieden gegeben, mit denen du dich eigentlich gar nicht hättest zufrieden geben sollen und dürfen. Das kam aus einem Mangel. Und aus welchem Mangel kam das? Das kam aus dem Mangel, dass dein Selbstwert oder der Respekt vor dir selbst einfach noch gar nicht so vorhanden war wie jetzt. Oder vielleicht war es schon vorhanden, aber du hast es nicht in die Umsetzung gebracht. Das heißt, irgendwas hat sich in dir gewandelt oder wandelt sich jetzt im August in dir und du sagst, nö. Also das, wonach ich da strebe, ist nicht wahre Liebe. Das ist auch nicht das, was mich eigentlich erfüllt. Also wieso spreche ich mir weniger zu, als mir eigentlich zusteht? Wenn ihr wisst, was ich meine, das meine ich. Und das endet. Das endet, wir haben hier den Sarg. Ihr geht endlich da rein, was wollt ihr wirklich? Und beendet dieses alte, ich gebe mich mit Dingen zufrieden, wieso auch immer ich mich damit vorher überhaupt zufrieden gegeben habe. Darum geht es bei euch. Ich möchte aber noch eine Karte. Das ist eigentlich schon die Hauptbotschaft. Finde ich gut. Bleibt dabei. Bleibt dabei. Jeder ist erstens seines Glückes Schmied. So. Und ich finde, jedem Menschen, der anderen Menschen nichts Böses will, der eine gute Natur hat, wenn ihr wisst, was ich meine, hat wahre Liebe verdient. Und die Liebe verdient, die er sich auch wünscht, egal wie die aussieht. Und da muss man auch dann keine Abstriche machen. Klar kann das nicht mit jedem kompatibel sein, aber dann darf man natürlich weitersuchen und muss nicht irgendwie... Ja, ich glaube, ihr habt sowas wie einen alten Glaubenssatz vernichtet. Ich glaube, es geht um sowas wie einen großen Glaubenssatz, der immer euer Denken bestimmt hat. Sowas wie, das bin ich ja jetzt nicht wert. Also... Dem Partner, der gutes Geld verdient, ihr seid halt nicht aufs Geld aus, aber ein Beispiel, ihr seid nicht aufs Geld aus, aber wenn ihr euch vorstellt, ein Partner, der echt gut aussieht, also was heißt gut aussieht, euer Typ ist, auch noch viel Geld verdient, wir sprechen es jetzt einfach mal so aus, wirklich viel Geld verdient, was für dich und diesen Menschen selbst reichen würde, das heißt, dass ihr auch einfach entlastet werdet, ja, man sieht auch Geld oft als Entlastung, das finde ich auch richtig. Und liebevoll ist, dieselben Unternehmungen und Dinge mag wie ihr, denen so einen Menschen gibt es nicht und habt ihr nicht verdient. Ja, es kann sein, dass ihr so einen Glaubenssatz verinnerlicht hattet oder dass ihr den eh nicht bekommt, weil es gibt neben euch ja noch so viele andere, tollere Menschen. Ja, und ihr seid jetzt dran, das zu beenden. Das ist ganz, ganz, ganz schön zu sehen. Ich möchte noch eine Klärung. Für was möchte ich eine Klärung? Ich bin so hin und her gerissen. Ich möchte zwei Klärungen. Einmal links und einmal rechts, bitte. Einmal hier beim Fuchs. Okay, das ist viel zu viel. Einmal hier beim Fuchs, bitte. Auch viel zu viel. Und einmal hier beim... Aha, ja. Schön, schön. Treu. Ihr seid euch selbst jetzt treu. Okay, alles, was ich schon gesagt habe, hier springt aber noch raus, du bist dir jetzt treu, ja? Schön, bleib da. Bleib da, alles andere hat eh keinen Sinn. Und ja,
Aus dem kleinen Glück, das du davor vielleicht in Beziehungen erlebt hast, kommt jetzt das ganz große Glück. Du musst nur dir selbst treu bleiben. Liebe Waage, das war schon deine Liebeslegung. In Anführungszeichen, tut mir wirklich, wirklich leid, aber alle, die mich kennen und mir oft zuschauen, ja, wir haben furchtbare Umstände. Es tut mir mega leid. Das funktioniert nie, wie ich möchte, die letzten Monate mit den Legungen, leider. Macht es gut. Ciao.